Leute, was geht? Ja, der Arthur ist mal wieder am Start und heute mal mit einem kleinen Commentary hier auf meinem Kanal. Das ist jetzt das erste Commentary, was ich hier in puncto Gaming bringe eigentlich. Also vorher habe ich hier, oder ich mache ja eigentlich eher so Let's Plays so in Form DayZ. Ja, das ist ein Gameplay von mir. Kannst ja mal mein Handy gucken, 1,34:9. Nichts Besonderes, einfach mal damit ihr was zu glotzen habt. Also in der Mitte her habe ich ein paar mehr Tode. Das ist einfach nur von mir ein schneller Spiel, das eben gerade vorhin, was ich eigentlich jeder normale COD-Spieler immer eigentlich spielt. Einfach so ein 34:9 irgendwas. Auf jeden Fall, heute soll es um das Thema kleine, miese Huren auf Facebook gehen. Oder allgemein Facebook. Da möchte ich mich ein bisschen zu auslassen. Und zwar, es geht mir richtig auf die Eier, dass diese kleinen Mädchen, naja, kleine Mädchen sind das nicht immer, auch viele, viele, viele männlichen Mitglieder von Facebook sich immer ein bisschen darstellen müssten, als wären sie ja Nacktmodel. Aber das, ich finde das einfach nur behindert, ganz ehrlich. Es ist einfach nur scheiße. Weil, es war ja schon vor ein paar Wochen ein Thema, was richtig auf YouTube rumging, was viele Kommentatoren wirklich ja, da fail-aim. Und ja, hier habe ich meine Hellstorm, die macht keinen Kill. Und ich bin hier im Gegner-Spawn. Also die Gegner spawnen jetzt bei mir, die Waffe habe ich aufgehoben, keine Ahnung mehr gehabt. Also die Gegner spawnen jetzt bei mir. Die Hellstorm macht keinen Kill. Die Hellstorm ist so behindert, ey, ganz ehrlich. So, da wurde ich halt gemessert, wahrscheinlich. So, auf jeden Fall weiter geht's. Es ist einfach, ich verstehe es nicht. Also das Thema wird immer aktueller. Du kommst auf Facebook online. Um 20.15 Uhr so ungefähr, wo die Zeit, wo halt viele online kommen. Und ja, kommst online, scrollst ein bisschen mal, der und der hat Geburtstag. Oh, schön Nacktbild. Noch ein Nacktbild, noch ein Nacktbild. Ja, fein, das interessiert mich auch. Wessen Muschi da rasiert ist oder nicht rasiert, ob die feucht ist oder ob die nicht feucht, Alter. Wenn die da ihre Hängetitten zeigt, Alter, ganz ehrlich, so will ich nicht sehen. Und wenn ich gerade gegessen habe, so was Hässliches, dann will ich mir nicht antun. Und, ja. Auf jeden Fall, es geht einfach nur noch auf den Sack. Ihr könnt mir sagen, wie ihr das seht. Auf jeden Fall. Und, ja, ich hoffe, ihr teilt, ja, mein praktisch meine Meinung, dass mich nervt das. Ja, es gibt halt viele kleine Kinder, die irgendwie, dass ich 10, 11 sind oder so und das irgendwie total geil finde. Kann jetzt eins rum, ey, Alter, ey, voll geil, und so. Nee, Alter, also, ja gut, ich stehe natürlich auch auf Mädchen, ist klar, aber, zieht euch das rein hier, also der kennt damit Ersatz noch schlimmer als diese Bitches auf Facebook, Alter. Also auf jeden Fall, das ist, ich meine, wenn ich meine Freundin hab oder ein Mädchen hab, auf das ich stehe, Alter, dann ist ja auch gut und da habe ich auch schon meine Fantasien. Klar, ich bin ein junger Mann, aber, Alter, wenn da 20 Mädchen, Alter, ihre hässlichen Möse da zeigen müssen, Alter, das ist Facebook, das ist... Also da habe ich wirklich richtig gefehlt. Nochmal dazu, da habe ich wirklich richtig gefehlt. Ich wusste nicht, hä? Der war auf einmal vor mir, der war auf einmal hinter mir. What the fuck? Und dann war ich tot. Aber das ist halt ein normales Gameplay, da hat man Fels und naja. Das irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr meine Meinung teilt und ja, es geht halt wie gesagt einfach nur noch auf die Eier. Es ist ein soziales Netzwerk, das ist so ein Chat, auch nicht ein Netzwerk, um da seine kleine rasierte Muschi von oder also rasierte Muschi von 12-jährigen Mädchen zu sehen. Ob bei denen überhaupt schon Haare wachsen, ist auch hier die Frage. Naja, so viel dazu. So, das war das erste Thema. Das zweite Thema ist jetzt erstmal. Wollte ich nochmal mich drüber aufbrechen und mein Deutsch ist heute wieder, ich kriege heute keine normalen Sätze hin. Auf jeden Fall, ich wollte mich dann ein bisschen über Lehrer auslassen. Ja, Lehrer kennt ja jeder. Keiner mag sie. Nein, Spaß. Also es gibt ja coole Lehrer, aber auch scheiß Lehrer. Und ich habe letzte Zielerfahrungen mit scheiß Lehrern auch.
Und zwar mein alter Chemielehrer, der war total behindert. Also letztes Jahr hatte ich einen Chemielehrer, der war total behindert. Jetzt haben wir eine Sportlehrerin, also den Namen sage ich natürlich nicht. Die ist auch total behindert. Zum Beispiel, wir müssen so einen Zonenlauf im Sport machen. Das heißt, ihr habt so verschiedene Striche, also die da in eurer Sporthalle sind und so auf dem Boden so aufgemalt, so schwarze, blaue Striche und bla, die halt für Basketballfelder markieren sollen und ja, auf jeden Fall ist das so, einer aus unserer Klasse fragt so, ja, was passiert, wenn ihr das dann halt so macht, wenn man da jetzt einfach rüberläuft, wie viele Strafsekunden gibt es da? Ja, für jeden nicht, also nicht halt gezielten Strich, also den man halt überläuft, gibt es halt eine Sekunde Strafzeit. Er läuft da drüber so falsch gelaufen, irgendwie hat ihm eine Note schlechter Dick gegeben. Weil er nur einen Strich überlaufen hat, dann weil er sonst eh schneller gewesen wäre. So, ja, auf jeden Fall. Dann habe ich sie gefragt, dass das unfair ist und wieso sie ihr eigenes Wort nicht hält, dass das uncool ist, wenn man sowas macht. Und ja, dann hat sie sich erstmal übel aufgeregt und bla und schon allein. Ich meine, als Lehrer, da muss man schon so ein bisschen dem auch sein Wort halten. Man ist so ein bisschen so Vorbild für die Kinder und wenn die, nee, 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 so geht das nicht. Und 2 Sekunden vorher sagt sie was anderes. Das ist Kacke, sowas. Und auf jeden Fall, ich habe auch, also mit meinem alten Physiklehrer, wie gesagt, da Annahmen sage ich nicht, darf ich natürlich nicht so verboten, ich kann ja drüber sprechen, da geht es ist ja erlaubt. Auf jeden Fall vor kurzem, und mit meinem alten Physiklehrer, der hatte die, also wir hatten Physik, wir haben jetzt 9, und der war dann halt noch im Raum, und da waren 2 Schüler irgendwie so von ihm im Raum, so ein paar Klassen unter uns, oder unter mir halt, und ja, und da hat sich dann voll aufgeregt, so, raus, Arthur, raus! Oder dann so schon leicht angepisst, ja, hier habe ich meinen Tarnhelm gekriegt. Und ja, wieso denn, Herr? Na, 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 Herr, was weiß ich, Max Mustermann. Also sage ich jetzt meinem Lehrer, wieso denn? Wieso soll ich rausgehen? Sie packen doch eh schon ihre Sachen. Wir haben doch jetzt eh hier in 2 Minuten Unterricht in diesem Raum. Er schreibt mich dann, ach du hast, ach du hast. Und ja, auf jeden Fall, ich. Hey, was soll da so nennen? Gehe ich halt raus und dann kommt er raus und ich warte dann halt, dass wir rein können. Da kommt unser Physiklehrer und hier, mein Lehrer hält mich dann halt fest, oder der alte Physiklehrer hält mich dann halt so am Arm irgendwie so. Das ist mir auch egal. Also eigentlich dürfen das Lehrer nicht, aber das ist mir eigentlich relativ schnell. Solange er mich nicht haut, ist alles gut. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, wieso er sich so aufregt. Also, das ist mein, also Lehrer, die regen sich manchmal echt einfach so ohne Grund auf. Also, die schaukeln sich übel hoch, Alter. Also, meine ist nicht bei allen so. Wir haben natürlich viele coole, unsere Geschichtslehrer ist richtig sozial. Unsere Klassenlehrerin ist eigentlich auch ganz gechillt so. Und ja, wir haben auch richtig viele coole Lehrer, das auf jeden Fall. Ja. Oh, da habe ich wieder gefailt, also da habe ich fast dann, also fällt die Fall und so. Ja. Erst die Lehrer schaukeln sich da immer so hoch. Die wirklich, die regen sich aber so wirklich, wenn du mal mit denen argumentieren willst oder diskutieren willst über ein Thema, also dass du halt, also was du halt nicht einsiehst und du das halt mit denen in normalen Ton klären willst, dann akzeptieren die das halt nicht. Ja, also erstens könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das nicht so mögt. Also das Erste, was also halt mit den Bitches auf Facebook. Ob ihr das auch genauso seht, dass das halt unnötig und scheiße ist. Und zweitens, kennt ihr auch diesen Typ Lehrer, der halt nur auf Streit aus ist und sich immer so hochschaukelt und euch nie zu Wort kommen lässt, obwohl ihr das ordentlich erklären wollt. Da könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Das ist jetzt so, jetzt habt ihr mal gesehen, wie ich Commentaries mache. Immer so nebenbei, so ja, ein bisschen zum Gameplay und so. Also ganz locker, easy, luftig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da und gefällt mir da, ich würde mich freuen. Abonnieren müsst ihr nicht, wenn es euch gefällt oder ihr Bock auf mehr habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ja, das war Arthur
Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein.